Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Food Haul. Wir waren heute nämlich wieder Essen einkaufen, wie jeden Samstag natürlich. Und haben uns ganz, ganz spontan dazu entschlossen, wieder einen Food Haul zu drehen. Denn das letzte Mal war es, glaube ich, beim Lidl. Ja, und das ist auch sehr lange her, vor circa ein paar Wochen. Auf jeden Fall, Lidl gehen wir ja nicht immer und wir gehen ja immer zum Hofer. Das ist so unser, Hofer ist für die Deutschen unter euch Aldi. Das ist unser Supermarkt. Und jetzt haben wir so viele tolle Sachen angekauft, deswegen wollten wir sie mit euch teilen. Wie viel haben wir beim Hofer ausgegeben? Ich glaube 250 Euro. Lidl Plus so um die 30, 35 Euro. Also knapp 300 Euro. Knapp 300, das ist echt viel. Also, ja. Aber das ist ein Standard bei uns, also zwischen 300, manchmal ein bisschen mehr. Ja, es kommt immer davon, was halt jetzt gerade aktuell ausgegangen ist. Und wir waren halt, wie ihr schon gehört habt, beim Hofer und beim Billa Plus. Das ist so unser Rewe. Wir starten mit Billa Plus, denn wir haben beim Billa Plus Eis gekauft. Wir haben es jetzt kurzzeitig im Kühlfach drin gehabt. Plombier kennt ihr sicher, oder? Das ist Balkaneis. Balkaneis, ja. Ich glaube, oder? Viele aus dem Balkan kennen das. Auf jeden Fall ist da so eine Waffel und die ist so weich und da drin ist so ein Vanilleeis und schmeckt super lecker. Ja, cool. Dann habe ich noch einen Extrawurst gekauft vom Radatz. Es ist so ein Extrawurst ist Extrawurst, aber der schmeckt wirklich mega lecker. Also es ist zur Erklärung, Radatz ist bei uns in Österreich so eine Art Fleischerei. Fleischhocker. Nein, also aber so eine Fleischwurstwaren Großhändler, keine Ahnung. Ja. So eine Kette einfach, aber halt, ja, mit ein bisschen, mit guten Sachen. Halt. Gehobener Klasse. Gehobener Klasse, genau. Dann haben wir auch Brot gekauft. Einmal so einen Kreis. Das ist ein super leckeres Weißbrot, oder? So ein Weizen. Das schaut so aus, so ein Kranz. Ja, mega lecker, so ein Ring. War der riecht wirklich so gut, also. Super frisch. Schade, dass noch nicht solche Kamera entwickelt haben mit Geruch. Dann haben wir auch Aufbackbrötchen gekauft. Und zwar, wir mögen die ganz gerne. Die sind, die sind mit so verschiedenen, na, wie heißt Körnel. Ja, also einmal Mohn, Sesam, Sonnenblumen gibt's und die kaufen wir schon seit Jahren. Genau. Immer wieder am Wochenende. Ist die Verpackung hat sich geändert, früher war ja rot. Stimmt, ja. Wir sind dort. Ich habe keinen Platz da. Okay. Dann haben wir auch das Lieblingstoastbrot der Kinder gekauft. Also ich finde das, also Toastbrot jetzt nicht so geil schmeckt, aber das ist das Beste. Diese Marke, die ist nämlich so fluffy. Die Kinder essen halt gerne mal so Toastbrot mit so ein bisschen Nutella oder ein Sandwich. Im Sandwichmaker mache ich da auch immer. Dann haben wir so Gewürzmischung gekauft. Wir machen nämlich gerne so Tacos. Also wir essen gerne so Burrito. Wie heißt das? Tacos? Fajita. Nein, keine Ahnung. Wie wir sagen? Ja, so wie ein Rip, so wie ein. Ein Rip, genau. Ja. Raps, das heißt das. Und ich habe da diese Mischung von Santa Maria, die mag ich total gerne. Das mache ich gerne in Faschiertes, also in Hackfleisch rein. Und das mache ich gerne so für Hühnerfleisch, das ist Fajita. Und dann nimmt man halt so ein Hühnerfleisch, schneidet das an, verbratet es und dann kommt die Gewürzmischung dazu und das schmeckt so, so lecker. Und hier genau dasselbe mit Hackfleisch. Dann habe ich mir noch einen gekauft. Das ist ein Radler mit Zitrone und Pfefferminzgeschmack. Ja, ist ein alkoholfreier. Genau. Also ich wollte eigentlich mein Heineken kaufen, es war leider ausverkauft. Und als Alternative habe ich mir einen Rotakringer gekauft, der schmeckt auch sehr gut, erfrischend, muss aber gut abgekühlt sein. Zu dem Bier habe ich natürlich auch ein Glas bekommen, kostenlos. Das ist so eine Aktion von Rotakringer. Ja, aber mir gefällt ein Glas sehr gut. Dann hat er aber noch mehr so alkoholfreies Getränk. Also das schaut aus wie ein Bier, aber ist eher so ein Getränk einfach. Limonade. Ja. Und zwar gibt es hier einmal den Korl und den Schurli. Und die schmecken wirklich super lecker. Also das ist nämlich so Cola Orange und das ist Apfel gespritzt. Und dann habe ich von Billa Plus auch eine Packung Lokum. Türkisch Delight. Ja. Ja, so eine, sagen wir so. So eine türkische Süßspeise ist das. Ja, das ist so eine Art Gelee. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das schmeckt sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Aber nicht alle Sorten. Also da gibt es, schaut mal, da gibt es mehrere Farben, seht ihr? Und ich finde das mit Rosen, das schmeckt mir am besten. Aber das ist immer am schnellsten out. Da muss man aufpassen. Aber es ist sehr wenig drin. Ja. Die meisten ist das, was so nicht so gut schmeckt. Und zwar den Grünen mit Pfefferminz. Mit Minz, das schmeckt echt nicht gut. Wir könnten eigentlich zum Türken gehen und da könnte man sicher größer. Nur Rosen. Ja. Ja. Oder am Markt, am Naschmarkt. Wieso machen wir das nicht? Das weiß ich nicht. So weit weg wahrscheinlich. Dann haben wir auch Ketchup gekauft. Mal wieder unseren Heinz Ketchup. Letztes Mal haben wir noch irgendeinen Ketchup genommen, aber das schmeckt schon am besten. Und was ich bei diesem Heinz Ketchup mag, ist die Flasche. Er hat so eine Rutsch, ich weiß nicht was, aber die geht richtig leer. Also komplett durchsichtig. Die hat so ein... Oder vielleicht... Flutschsystem. Vielleicht, weil wir das sehen. Weil es gibt manche Ketchup-Flaschen, die sind rot von der Farbe. Ja, das siehst du auch. Ja gar nicht. Vielleicht flutschen die auch. Aber da ist es durchsichtig und da siehst du... Und da sieht man wirklich, dass komplett alles rausgeht. Und dann hat der Papa hier noch eine Vösslauer
Paprika und Mineral gekauft. Ich werde es heute oder vielleicht morgen, mal schauen, Burger machen. Ah, ja, stimmt. Wir machen und da brauche ich Mineralwasser. Ich habe schon mal das Rezept in einem Reel gepostet. Ja, ihr müsst vorbeischauen auf Instagram, da hast du sogar dieses T-Shirt. deswegen habe ich angezogen. Ich mache heute Burger. Und das ist auf jeden Fall richtig cool, weil das ist ein nicht so ein klassischer Burger, wie man den kennt, sondern das ist ein bisschen mit Balkan, also so ein wie Cevapcici. Ja, schmeckt schon anders, aber sehr gut. Also da müsst ihr mal probieren. Reicht euch zu und macht genau nach. Und jetzt sind wir fertig mit Billa Plus. Jetzt zeigen wir euch, was wir beim Hofer gekauft haben, weil das ist der Großteil. Ja. Haben wir 250 Euro ausgegeben. Also wir haben auf jeden Fall mal Faschiertes gekauft, also Hackfleisch. Also einmal für Burger und einmal für unsere Fajitas. Takitas. Faschiertes. Faschiertes, genau. Fajitas ist doch mit Hühnerfleisch. Dann haben wir zwei Packungen Hühnerbrüste gekauft. Also einmal für Schnitzel. Einmal für Fajita. Genau, für diese Fajita-Gewürzmischung. Dann haben wir noch ein bisschen Hühnerfleisch. Der Papa macht das gerne im Backofen, wahrscheinlich hast du gedacht. Genau, mit Kartoffeln auch. Mit Gemüse. Mit Knoblauch, also man ritzt halt die Haut und steckt mal so Knoblauchscheiben rein. Boah, das ist so lecker. Und die lecker. Kinder, die prügeln sich um die Haut. Ich esse nicht so gern Haut. Aber da hat sehr viel Fett drin. Cholesterin, Mama. Problem mit Blutdruck hat. Cholesterin? Beste, was man machen kann. Wie ihr seht, haben wir ganz viel Joghurt gekauft. Das ist unser Lieblingsjoghurt vom Zurück zum Ursprung Bergbauern Heumilchjoghurt. Ich liebe diesen Joghurt, also der ist wirklich super lecker. Den brauchen wir zu vielen Sachen, zum Beispiel für diese Wraps. Da mache ich nämlich so einen ganzen Joghurt, da mache ich Pfefferflocken rein, Salz, ein paar Gewürze und dann machen wir das so über unsere Wraps. Mega, mega lecker. Und was ich jetzt auch total gerne esse, ich habe nämlich letztens eine Detox-Kur gemacht und die war doch recht erfolgreich. Diese Detox-Kur hat mir wirklich geholfen, ein bisschen meinen Bauch flacher zu machen, weil durch die Ernährungsumstellung. Und da habe ich entdeckt Joghurt mit Heidelbeeren und das schmeckt so lecker. Seitdem esse ich das jetzt nur mal mit Heidelbeeren oder mit diesen Brombeeren. Und von derselben Marke hat der Papa dann noch diese zwei Joghurts mitgenommen. Die kennt ihr von uns, die haben wir schon öfter mal. Und zwar gibt es da Vanille-Himbeere und das ist Vanille-Mango-Pfirsich. Genau. Also da ist der Joghurt nicht Naturjoghurt drum, sondern das ist ein Vanille-Joghurt und gibt es dann halt so ein Püree dabei. Das hast du gekauft, gell? Ja. Boah, ich mag solche Joghurts gar nicht. Dann haben wir zwei Joghurts gekauft. Es gab nicht in Glas, es ist nur so verpackt, aber es ist egal. Es gibt groß jetzt, vorher gab es das nicht. Ja, früher war es in klein, jetzt ist es in groß. Ziegenmilch-Joghurt. Und einmal Schafmilch. Das wir bei diesem zum Beispiel sehr gut schmeckt oder gefällt, ist das dieses Geruch vom Ziegel. Boah, das ist wirklich. Also ich habe ab und zu mal diesen Joghurt genutzt, um Brot zu backen und dann habe ich mich so irgendwo angeschmiert und boah, als würde man irgendwie einer Ziege über den Po, also über den Körper. Man nennt eine Ziege am Po. Ja, aber also über den Körper. Als würde man im Stall stehen, irgendwie so. Ja, dann haben wir noch von der Milchabteilung Tzatziki genommen. Wir haben schon lange nicht mehr sowas gekauft, oder du hast vor kurzem? Doch, ich habe vor kurzem gekauft, wollte auch essen, aber ich habe alles verspeist und es gab nichts mehr im Kühlschrank. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kaufe noch einen, damit er bald auch was. Also Tzatziki kann man auch selber machen. Aber das schmeckt wirklich gut. Normalerweise esse ich so fertig Sachen nicht, also weil ich nicht weiß, wie die schmecken, aber das ist wirklich unglaublich. Also so gut habe ich einmal in einem griechischen Restaurant gegessen. Und eine Milch haben wir auch gekauft, auch wieder vom Zurück zum Ursprung, eine Heumilch. Und das ist Mehrweg. Ja, stimmt. Das ist eine Flasche, die kann man dann wieder zurückbringen und dann kriegt man Pfand dafür. Ich glaube 22 Cent ist die Flasche. Ja, ich habe so eine große Flasche. Ne? Von Zurück zum Ursprung, das ist die gleiche Marke wie vorher, haben wir einmal Natur-Hummus gekauft. Und dann haben wir auch noch so eine Butter mitgenommen. Unsere ist noch nicht ganz leer, aber fast leer. Aber wenn wir uns zum Abendbrot hinsetzen, dann ist so eine Butter. Genau. So zur Hälfte mal locker schnell. Ein Kilo Brot und eine Packung Butter. Wir haben uns dann auch wieder so einen Weichkäse in Salzlake gekauft. Den hat jetzt lange Zeit nicht gegeben. Der war wirklich lange ausverkauft und wir essen den mega gerne. Das haben wir einen anderen genommen von der Marke Clever, von Billa Plus, aber der war schon okay, aber... Das war eine andere Art von Käse, der hat sich so mehr... Zu weich war der. Ja, war auch okay, war lecker, aber das ist besser. Unsere Favorit. Weichkäse in Salzlake. Ist wie fetter Käse. Du, drei Toastschinken hast du bekommen. Drei Toastschinken packen gehen? Ja. Für, ich habe mir gedacht, Toastschinken. Oder? Toastschinken oder, ja, Toastschinken. Dann eine Packung Beinschinken, auch von derselben Marke, also Zurück zum Ursprung, im Bioformat. Und ein Lachs habe ich gekauft. Aber ich habe nämlich einen Blätterteig gekauft und da mache ich dann so drüber Philadelphia, also so Frischkäse. Und dann Räucherlachs. Und dann rollt man das zusammen und dann schneiden wir dann so kleine Scheiben. Mega lecker, also Entschuldigung.
in den Backofen natürlich, ich habe einen Schritt vergessen. Und das wäre ein super Snack für unsere Burger, habe ich dann diesen Cheddar-Käse mitgenommen. Also wir machen jetzt selbstgemachte Burger und da kommt der Käse drüber und so weiter. Jawohl, freue mich schon. Und Käse, Emmentaler Käse. Ihr wisst ja, ich kaufe immer Käse mit vielen Löchern und der hat mich optisch super angesprochen, weil hier so Löcher sind. Ich liebe es, diesen Käse auf Brot zum Beispiel zu geben und in der Mikrowelle dann schmelzen zu lassen. Mit Pfeffer drauf. Lecker. Ja. Und ich habe letztens ein TikTok gesehen oder ein Reel, ich weiß gar nicht mehr. Da hat es jemand so gemacht, genau wie ich. Und dann hat sie auf der anderen Seite ein Avocado gegeben und noch was anderes. Dann hat sie es zugeklappt und so gegessen. Ach so. Das muss ich auch mal probieren. Und der Papa hat noch eine Streichwurst gekauft für Frühstück. Ja, weil man selber gemacht, aber irgendwie ist das zu bitter. So. Ja, stimmt. So Leberwurst. Schmeckt gut, aber man merkt schon, dass selbst gemacht ist und ist zu leberig. Letztes aus der Wurst- und Fleischabteilung. Und zwar solche Cabanossis, so hier Würstchen, Salamistangen, so genau. Ja, sind luftgetrocknet. Tirolinis, einmal mit Chili und einmal normal. Die Kinder essen das total gerne und der Papa, die snacken das so. Ja. Hier und da mal für den kleinen Hunger zwischendurch. Oder wenn wir einen Ausflug machen, ja, ist auch eine Packung dabei. Dann haben wir zwei Kilo. Das ist 2 Kilo? Weiß nicht, 1 Kilo vielleicht? 1 Kilo, ich habe noch nicht abgewogen. Also 1,5 Kilo Paradeiser, also Tomaten. Ja, wir kaufen die mit dem grünen Zeug da drauf, weil die Tomaten leben dann dadurch länger. Und ja, schmeckt sehr gut. Wir essen total viele Tomaten, vor allem mit dem Sommer. Also die Kinder essen zum Frühstück, zum Snacken, Salate, in den Hamburgern, in den Wraps. Tomate geht immer. Tomaten ist immer. Und wir lieben Tomaten. Lecker. Ich glaube aber, dass es viele Leute gibt, die keine Tomaten mögen. Ich habe letztens bei einem amerikanischen TikTok gesehen, da stand so, sie essen rohe Tomaten. Ich dachte so, hä? Die ja. Rohe Tomaten? Ja, so. Also wahrscheinlich nicht den Ketchup oder nicht, okay, nicht Tomatensauce. Genau. Wahnsinn. Fand ich schon komisch. Na dann gehen wir weiter mit Zucchini. Und zwar haben wir Zucchini mitgenommen, denn der Papa macht wieder seine Zucchini-Fetterleibchen. Die sind so, so lecker. Müsst ihr mal nachmachen. Da gibt es ein Video dazu auf Instagram, oder? Instagram, auf deinem ja. Account. Auf jeden Fall, er raspelt die und drückt er die aus. Dann kommt da noch Fetterkäse dazu. Ich glaube, ein bisschen Stärke, oder? Was machst du noch? Mehl. Kommt dann Dille noch dazu. Ei, Petersilie, Ei, Mehl. Und das Ganze wird dann halt natürlich zu einem Förmchen, also zu einem Leibchen. Leibchen geformt und dann ausgebraten. Und das schmeckt so, so gut. Dann? Ich habe diese Salatherzen mitgenommen. Ich wollte so einen grünen Salat einfach eher für die Wraps und aber auch für Burger. Für den Burger, genau. Und habe halt so ein kleines mitgenommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht so ein großes wäre zu viel gewesen. Und dann habe ich noch Vogelsalat mitgenommen. Ich glaube, in Deutschland sagt man Feldsalat, also Feldsalat. Ich mag den ganz gerne für einen Salat. Und Rucola-Salat. Ich habe dann mich auf TikTok, ich lasse mich dadurch sehr inspirieren beim Kochen. Da sieht man mal was in der Story bei jemandem oder wo auch immer. Und dann machen wir das gleich nach. Und da gibt es einen leckeren Rucola-Salat mit Oliven, Mozzarella-Bällchen, Tomaten und Gurken. So lecker das ausschaut. Und mit Tahini-Soße, das müssen wir auch mal machen. Ich krieg schon langsam Hunger. Ja. Dann habe ich mir ein Bund Radieschen gekauft. Muss ich euch zeigen. Ah, ich weiß nicht, ich kenne niemanden, der so gern Radieschen ist wie Papa. Sag mal, das erinnert mich an meine Kindheit bei meiner Oma. Ich bin immer im Garten gegangen, aus der Erde rausgenommen, auf den T-Shirt und gegessen mit Salz. Ja, Radieschen habe ich auch sehr viel. In Rumänien essen wirklich viele Radieschen, stimmt. Ja, und ich bin ein Rumäner. Was kann ich dagegen tun? Dann ein richtiger Rumäner da natürlich auch. Zwiebeln. Muss kaufen. Und ich liebe diesen Zwiebelgeruch. Unglaublich, also ich kriege Hunger, wenn ich das rieche. Der Papa ist so ein bisschen farbgesteuert auch. Ja. Wenn er Grünes sieht, also so grüne, frische Sachen, kriegt er immer einen Hunger. Einen richtigen Hunger, deswegen. So Bärenhunger. Und das erinnert mich auch an meine Kindheit. Oh Mann. Stimmt, aber seine Eltern und seine Großeltern hatten halt so eine Landwirtschaft und da gab es halt immer, sie haben Markt verkauft. Genau. Und ich habe diese Bunde selber gemacht, also wir haben die Bunde auch am Abend vorbereitet, dass wir in der Früh um 5 Uhr, 4 Uhr in der Früh losfahren, um einen guten Platz am Markt zu finden. Und dieser Geruch, das hat den ganzen Garten gerochen, nur nach das. Wieso? Und deswegen, ach Gott. Schön, Gott. Eine Gurke ist auch mitgekommen für unseren Salat. Ah, für diesen Salat mit dem Rucola, da war glaube ich Gurke dabei. Und grundsätzlich Gurke darf nicht fehlen. Die Kinder essen das doch total gerne, wenn wir so in der Früh frühstücken. Dann schnell aber wenn wir so ein bisschen Gürkchen auf. Und 2 Kilogramm Frühkartoffeln. Die mag ich besonders, weil man kann eigentlich mit der Schale essen. Also diese Kartoffeln muss man nicht schälen, sondern nur ein bisschen mit dem Messer reiben und die sind schon sauber. Und dadurch hast du mehr vom Kartoffeln. Ja, ist ein bisschen aufwendig, aber Kartoffeln. Ist eine Avocado ein Gemüse oder ein Frucht? Weißt du das? Das ist eine gute Frage, weil es ist nicht süß.
glaube, es ist eher ein Gemüse, oder? Auf jeden Fall haben wir zweimal zwei Avocados genommen. Ja, genau. Ich finde, Avocados gehen immer entweder zu Wraps oder so gegessen. Zu oder Salaten, zu Spiegelei. Spiegelei, ja. Mit Tomaten, mega. Oder so zermatscht Guacamole. Die lieben Avocados. Mama mia. Wir haben eine -5% eine normale. Genau. Dann haben wir Nektarinen gekauft. Und zwar, die schaut so aus. Kennt ihr alle, wie Nektarinen aussehen? Ich glaube, jeder weiß. Ja. Die riechen sehr, sehr gut. Ja, das riecht wirklich sehr gut. Riecht nach Sommer. Ich habe schon Urlaub. Hunger. Dann haben wir Zitronen, Bio-Zitronen. Für was denn? Die mache ich zum Beispiel in meinen Salsa-Salat. Oder wenn ich mir eine Suppe koche, also Gemüsesuppe, nennt man Chorba bei uns. Ja, gebe ich in meinen Teller eine ganze Zitrone ohne Schale, also nur gepresst. Und dann ist es meine Teller, also meine Suppe ganz, ganz sauer und das liebe ich. Ja, der Papa isst gerne saure Suppen und in Rumänien kann man sowas wie Borsch kaufen. Das ist ja, das ist aus Getreide, irgendeine Flüssigkeit, der sauer ist und dann gibt man halt in die Suppe rein und dann schmeckt die ganze Suppe so sauer und das ist, ja, mein Gott. Das findet man hier in Österreich nicht und selber machen ist schwierig, deswegen kocht aber immer Zitronen. Genau. Ist so der einfachere Weg für saure Suppen. Dann habe ich noch eine so Mini-Kiste mit Zitronen. Mit Zitronen, ja, genau. Mit Kirschen gekauft, die echt haben, dunkelrot, genau, sind. Unglaublich lecker. Was ist das? Wahnsinn. Machst du einen? Der war nämlich nicht so teuer und die kommen aus Griechenland, glaube ich. Ja, aus Griechenland, also gleich um die Ecke da. Ich habe dann auch Himbeeren mitgenommen. Ich habe gleich zwei so Tassen mitgenommen für Porridge oder für Joghurt. Und von derselben Marke haben wir auch Brombeeren gekauft. Ich liebe Brombeeren. Das sind einfach die schwarzen Himbeeren sozusagen. Die schmecken halt auf jeden Fall anders und super interessant. Sind aber auch gar nicht so günstig für diese paar Früchtchen, gell? Das kostet so 2 irgendwas und es ist halt doch wenig drin. Aber das schmeckt so lecker. Achso, ist nicht mein Ding. So ein bisschen sauer. Lecker, lecker. Und zusätzlich habe ich dann auch noch Heidelbeeren gekauft. Wir haben zwar, glaube ich, noch ein bisschen Heidelbeeren, aber die, ich liebe so dicke Heidelbeeren. Die sind so schön knackig und süß, umso größer die sind, finde ich halt. Und dann hat er aber noch so komische Pfirsiche gekauft. Und zwar, wie heißen die? Die haben bestimmt einen Namen, aber ich weiß zusammengedrückt. Ja, das ist ja so platt. Schmecken eh okay. Ich bin jetzt nicht so der Pfirsichnektarin. Aber bei dem ist das gut, also ist gut, ja. Also die schmecken sehr, sehr gut, also sind süß und den Kern da drinnen, habt ihr da reingeschaut? Ja. Auf jeden Fall ist es auch cool, weil man schmiert sich nicht so an, weil man kann sie auch anders halten. Weil wenn man so eine erkennt man das aus Pfirsich. Ja. Und die ist so flüssig und dann rinnst du so runter. Bei dir ist es gar nicht so. Nein. Das ist der Blätterteig, den ich ja, ich habe ja gesagt, ich mache ja Lachs. Wie nennt man das? Lachsteig, genau. Ich mache so diese Lachsbrötchen, nein, nicht Brötchen, Lachsblätterteig mit, genau, Frischkäse und das ist auf jeden Fall der Blätterteig. Blätterteig könnte man auch selber machen, ne? Das ist aber sehr aufwendig. Ja, aber wenn man schon selber kaufen kann. Selber kaufen. Ich habe auch Burgerbrötchen mitgenommen und zwar einmal kleine, sagen wir mal. Sind Minis für die kleinen Mäuse, da musst du ein paar kleine Patties dann machen. Das wird schwierig. Yeah. Ja, das schaffe ich. Und für uns die groß, also die normalen. Das sind so die ohne Sesam. Es gab leider keine anderen. Hamburger, Buns. Ja. Ja, aber das Fleisch macht alles aus, nicht nur das Brot. Ja, natürlich. Das Sesam. Aber ich, ja, das haben wir mal ein bisschen kleiner als gesagt, welche sind nochmal größer. Und da habe ich, glaube, 2 reichen, oder? Tortilla Wraps haben wir auch gekauft, denn ich habe euch ja gesagt, wir machen dann Wraps. Die sind, wie viel sind da drin? 6. Und so das Foto an sich macht schon 700. Ja, mega. Und sogar mit Faltanleitung, schau mal. Und das ist einfach ein gesund. Ich finde, das ist eine gute Alternative, wenn man jetzt. Man hat das Fleisch, das ist warm, und man hat aber die Beilagen, so dieses ganze. Wir machen da so Kidneybohnen und Tomaten, Salat, genau. Zwiebel. Avocado, Joghurt. Zwiebel darf nicht fehlen. Zwiebel. Ja, Zwiebel. Und das Brot machen, also dieses Wrap machen wir ein bisschen warm. Das ist eine super Alternative, gerade für den Sommer. Schnelles Essen und genau. Lecker. Und das gleich dazu passend Kidneybohnen. Habe ich nämlich wieder mal welche gekauft. Weil unser Vorrat an Böhnchen ist leider schon ein bisschen leer gegangen. Ja, dann haben wir auch was Süßes gekauft. Oh mein Gott, früher habe ich ja immer mega viel Süßes gekauft. Wir haben beim letzten Mal schon einiges an Schokolade gekauft, deswegen mussten wir jetzt nichts kaufen. Und wir versuchen ein bisschen zu reduzieren. Deswegen habe ich Datteln mitgenommen. Einmal mit Marzipan und einmal mit Walnuss.
Walnuss. Für die Affen haben wir auch Bananen mitgenommen, vergessen zu zeigen. Und so ganz ohne Süßes habe ich es doch nicht rausgeschafft, beziehungsweise ich habe mich in diese Dosen hier verliebt. Also das fand ich so süß, deswegen habe ich die mitgenommen. Aber die schaut am schönsten aus, oder? Verpackungsopfer bin ich schon eins. Auf jeden Fall habe ich da so Danish Cookies mitgenommen. Das ist mit Kokosflocken und Blaubeeren. Und das ist mit Milch und Zartbitterschokolade. Dann haben wir wieder chinesische Suppen mitgenommen. Ja, Mann, das darf nicht fehlen. Das gibt es ja nicht immer, aber wenn es die gibt, dann sind die Kinder so scharf drauf, die zwei Großen. Die essen die nämlich total gerne. Wir haben ja einmal Instant-Nudeln mit Hühnerfleischgeschmack. Also ja. Drei Packungen, jeweils vier Stück drinnen. Also 12. Und mit Gemüse und Garnelen haben wir auch natürlich so mitgenommen. Der Vater hat gesagt, alles mitnehmen außer Schwein. Das also Schwein hat, habe ich schon mal probiert, aber schmeckt nicht so gut. Ach so? Es ist das, was am meisten beim Hof liegen bleibt. So, okay, dann scheinbar ist das nicht so gut, aber... Ja. Ich finde, Garnelen schmecken mir zum Beispiel am besten. Das ist nämlich am schärfsten, finde ich. Dann haben wir auch Buffalets mitgenommen. Das ist ja ein rumänisches Wort, wenn ihr das nicht wusstet. Buffalets. Die kommen aber auch aus Rumänien. Genau, die wurden in Rumänien erfunden. Ich habe das immer in Rumänien in den Ferien gegessen. Der Papa kennt es natürlich aus seiner Kindheit. Das sind so Maisstangen, die irgendwie zusammen, weiß nicht, verarbeitet werden. Also aus Mais halt, Maismehl. Und die sind salzig. Genau, das schmeckt super lecker. Also, ja. Ja, das ist ein kommunistisches Produkt eigentlich. Das kommt aus dem Kommunismus. Also. So? Ja, ja. Und nach dem Kommunismus kam die Variante, das mit Schokolade überzogen. Boah, das war wirklich ein Hammer. Ja, so. Aber du magst doch gar nicht süß und salzig. Ja, aber das war, damals war eine, irgendwas anderes, als man immer gesehen hat. Okay. Mein Papa mag nämlich nichts süß und salziges. Ich mag das gerne. Ich mag zum Beispiel Erdnussbutter mit Marmelade. Er findet das... Na, das mag ich auch nicht. Also, oder süß-sauer Soße oder auch so Essen bei Chinesen, das mag ich auch nicht. Entweder süß oder sauer. Aber da? Nein, die mit Schokolade überzogen waren, waren nicht salzig. Ach so. Die waren nur mit Schokolade überzogen. Aha. Das wusste ich gar nicht. Aber im Sommer hast du ausgeschaut wie... Hast du aus einer Gassi-Tüte gegessen. Ew. Dann haben wir auch Soletti, also so... Nennt man das Salzstangen? Salzstangen. Soletti. Das Soletti ist die Marke, aber wir haben diese vom Hof. Wir haben Sticks gekauft. Ja, Sticks. Ein Haarspray habe ich für den Patrick mitgenommen. Der muss ja nämlich seine Frise immer so schön frisieren und dann aufstellen. Dann haben wir für die Mädels sowas mitgenommen. Und zwar solche Perlen. Perlen? So Perlen? Das sind so süße, schmale Perlen. Man kennt das. Das ist richtig modern gerade. Das schauen aus wie plattgedrückte Bügelperlen. Und die können sie sich zusammen halt so Armbändern machen. Und da habe ich so zwei mitgenommen, weil die Kinder tragen sowas total gerne. Und sie basteln gerne. Und in den Ferien brauchen sie sowieso eine Beschäftigung. Deswegen... Und dann habe ich das mitgenommen, weil die Kinder ab und zu mal hier so gestochen werden von, ja, so... Ja, Gelsen, Wespen. Genau. Und da habe ich so einen Roll-on, Soforthilfe. Ich meine, ich weiß nicht, ob es wirkt, aber ich denke mir so, wenn die Kinder wissen, dass du da was raufschmierst, was genau dafür... Dass sie, genau, dann, ein Pflaster oder egal was. Es ist so ein Placebo-Effekt auch bei ihnen. Aber vielleicht ist es auch kühlend. Da steht, das ist ein Kräuterfluid zur Beruhigung und Pflege der Haut. Aha. Unser kleiner Philipp isst total gerne Squetchies, deswegen habe ich ihm da diese mitgenommen. Ich habe da diese drei Sorten. Einmal Birne mit Apfel und Fenchel. Den hat eigentlich die Hälfte hat er schon gegessen. Verspeist. Verspeist, ja. Genau. Und dann haben wir hier noch Apfel in Kürbis und... Apfel in Karotte. Ja, ich finde so ein Quetsch ist praktisch für zwischendurch, wenn man zum Spielplatz geht, zum Mitnehmen. Die Lisa gönnt sich auch ab und zu noch einen, wenn sie Hunger hat oder Lust einfach. Oder die Lara auch. Passt für alle. Dann haben wir noch eine Packung Eistee gekauft, ein 6er-Träger mit 1,5 Liter Flasche. Zero, ohne Zucker. 40, also wenig Zucker, hat schon Zucker natürlich drin. Glaubst du, wenn ja. Zero steht, dann ist meistens kein Zucker. Ja, was ist ein Süßungsmittel, also irgendwie. Ach so, okay. Also süß ist definitiv, aber nicht so süß. Und schmeckt sehr gut, aber nur abgekühlt. Wir haben so eine echt komische Melone da gefunden. Das ist ein Melone, Italiano, keine Ahnung, irgendwas. Und witzigerweise ist da so ein, wie ist das? Ich glaube, dass das Wachs ist. Aber wieso? Aber das ist ja nicht, wo sie ausgeschnitten haben? Nein, damit es, also, das habe ich gesehen, bei Banane machen die genauso oben, ne, wo es geschnitten wird. Ach so, noch nie. Naja, beim Bio-Banane, es ist oben so eine Folie. Ja, es ist eine Folie, das ist aber Wachs. Ja, wahrscheinlich ist eine damit sich bessere Variante. Aber der Papa hat natürlich noch eine Melone gekauft, weil unsere Kinder sind melonensüchtig und der Papa auch. Ich auch. Bei uns ja, in Rumänien ist auch eine Melone-Tradition. Im Sommer wird fast jeden Tag Melone verspeist. Ich bin aufgewachsen mit Melone im Sommer. Aber ich auch, aber ich weiß nicht warum, aber bei mir hat sich das verändert. Ich finde Melone
Sahne nicht mehr so lecker wie als Kind. Kennt ihr das Gefühl? Ja, also es ist nicht mehr so süß wie früher, aber das stimmt schon. Aber vielleicht hat sich der Geschmack an sich bei dir im Mund verändert. Ich glaube, dass das so wird. Man sagt ja, dass Kinder mehr Geschmacksknospen haben als ältere Menschen. Wir werden älter und wir schmecken keine Melone mehr. Und ich probiere immer die Melone. Jetzt kennt ihr das? Beim Klopfen? Warte, komm näher. Der ist gut, der ist reif. Ich kenne mich da Nüsse aus. In Rumänien wird einfach ein Dreieck reingeschnitten, mit einem Messer rausgezogen und du darfst probieren. So, wir haben noch zwei Sachen und dann sind wir fertig. Weil kleine Kinder auch mal aufs Klo müssen. Pampers Sensitive kaufen wir für den Philipp und für die Luisa. Ich kaufe das immer gerne, dieses Sensitive, weil da ist kein nicht so viel Parfum drin. Nice. Also egal von welcher Marke ich es kaufe, ich kaufe es auch mal von Lidl oder von der Hofer Marke, ich kaufe immer das mit 0,00 Parfum. Ja, da steht sogar drauf, Parfüm und Alkohol 0%. Ja, deswegen. Für die Katze habe ich noch 2 Dosen Katzenfutter gekauft. Nur 2? Ja, nur zum Ausprobieren. Achso. Ja, also sie hat schon mal öfter sowas gegessen, aber nicht diese Sorte. Das sind Edelfisch mit Tomatengelee. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Deswegen habe ich gesagt, Pif, bevor ich mehr kaufe, koste mal das. Pif ist sehr eigen. Der mag eigentlich nur Felix. Also diese Purina Felix Tütchen da. Aber wir probieren mal was anderes auch. Genau. Hier und da mal isst er das schon. Aber Felix ist so sein Leibgericht. Und für die Hunde haben wir auch mal wieder zur Abwechslung das vom Hofer mitgenommen. Wir ändern das immer wieder mal und haben ja dieses von Romeo. Das hat auch verschiedene Sorten. Das ist Rind, oder? Ja, Rind. Rind, das gibt es dann noch. Reich an Herz und Leber. Huhn. Und das war's, oder? Nur 3 Sorten. Ja, also 3 Sorten sind da. Ja, wir versuchen immer wieder mal so einen zu Switch zu machen. Das ist mega schwer. Okay, da die Hunde sich so ein bisschen langweilen, habe ich so manchmal das Gefühl von einer Sorte und dann gibt es immer wieder mal von dem Supermarkt. Wir, die Menschen, essen wir auch nicht immer das Gleiche. Muss man ein bisschen eine Abwechslung haben. Ne? Also wir merken das tatsächlich bei unseren Hunden sehr stark. Trockenfutter geht zwar immer, wobei da wechseln wir auch immer die Marke. Für die Luisa, sie hat sich selber ausgesucht, ein Windrad. Mega cool, 1,50 Euro. Nicht so toll, oder? Man kann sie in den Garten reinstecken, oder? Oder einfach in der Hand halten und einfach nur laufen und sie dreht sich. Stimmt, der Pussy. Yeah. Und natürlich brauchen auch die Großen was, wenn sie aufs Klo müssen. Ne? Waschpapier. Kennt man. Jetzt gibt es ja wieder Klopapier, gell? Jawohl, jetzt kann man alle ruhig aufs Klo gehen. Aber das haben wir noch. Ah ja, einen haben wir vergessen. Semmelbrösel, denn wir machen ja Schnitzel, hat der Papa ja schon gesagt, oder bis der Vater macht Schnitzel. Und dafür brauchen wir Semmelbrösel, also Paniermehl. Genau. Ja, das war's, oder? Ja, ich glaube, mehr haben wir nicht. Aber dafür haben wir eigentlich gutes Geld ausgegeben, 300 Euro. Das waren viele Produkte und das war eigentlich gut eingekauft. Wir haben viel Gemüse. Sehr viel Frisches, auch sehr viel Gemüse. Auch. Diesmal gar nicht so viel Naschis, wenn normalerweise sind sie ja Mischschnitte, Schokofresh. Aber ja, passt halt nicht im Sommer in Naschen und so weniger. Es sind immer Phasen, manchmal essen wir ja so Milchschnitte und so weiter. Ich glaube im Winter oder wenn kalt ist, isst man dann mehr so fettige Sachen. Ich glaube, das ist der Körper, der stellt sich automatisch auf das ein, dass er mehr Fett braucht, damit er überlebt in der Kälte. Na gut, mein Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich gerne oder schreibt uns gerne in den Kommentaren, wie viel gebt ihr denn immer für Lebensmittel in der Woche so aus. Aber natürlich nicht vergessen, schreibt dazu, wie viele Leute ihr seid, weil das macht natürlich schon was aus. Wir gehen ja für unsere 7-köpfige Familie mit Hund und Katze, sind wir ja dann eigentlich 13 mit Pfiff. Ja. 13-köpfige Familie, sind schon rund um 200 bis 300 Euro die Woche aus, also fast 1000. 1200 Euro kommt im Monat zusammen. 1200? 1200. 300 mal 4 ist doch 1300. Ja, aber wir geben doch nicht immer 300 Euro aus. Nein, aber wir gehen unter der Woche auch manchmal was anderes kaufen, das lässt sich aus. Stimmt. Ja, also zwischen 1000 und 2200 Euro ist so ein Schnitt bei uns. Realistisch. Realistisch, ja. Deswegen, was gebt ihr aus? Schreibt es mal unten rein. Ja, und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!